Hallo, Girls and Boys, willkommen zu einem endlich mal wieder Entomologie-Video von mir. Und zwar habe ich dieses wunderschöne Stück hier gemacht. Ich habe euch jetzt leider nicht gesagt, wie ich meine Glasglocken immer mache. Ich weiß, ein paar von euch wollen es wissen, aber wenn es gemein klingt, ist es vielleicht auch gemein. Aber dass ich das gut hingekriegt habe mit der Glasglocke und den Insekten. Und alles hat wirklich was gedauert, auch mit den Rahmen und so. Das sind einfach Sachen, die man sich selber beibringt und die einfach mein Job sind. Und das dann euch komplett zu sagen, jede Einzelheit, wie jede Kleinigkeit funktioniert. Mir geht es nicht darum, dass ihr das zu Hause nachmacht und euch was Schönes baut. Da würde ich jeden von euch erklären. Ich will nicht sagen, dass ich eine Million-Dollar-Idee habe, das habe ich auf jeden Fall nicht. Aber ich habe ein kleines Business, ein Mini-Business, ein Baby-Business. Und das liebe ich über alles. Da hängt sehr viel Arbeit hinter. Oh, es ist so schön. Ich würde es küssen, wenn es nicht ein bisschen eklig wäre. Ich habe mega lange darüber nachgedacht. Ich habe dieses Ding gefunden im Mai. Ja doch, ich glaube im Mai. Und das ist ja schon echt endlange her. Und ich wusste einfach nicht, wie ich das am besten konfiguriere. Ich war mir einfach so mega unsicher, wo was dahingestellt werden soll. Es soll nicht voll aussehen, es soll aber auch nicht leer aussehen. Als ich die Schale gefunden habe, war ja schon so gut wie fertig. Ich hatte ein paar Käfer drin, aber die habe ich dann einfach rausgepult und dagelassen. Es tut mir leid an der Stelle, dass ich euch euer Futter weggenommen habe, aber ja, es war leer, Leute. Knorpel drin, gar nichts. Es hat auch nicht gestunken oder so. Ganz easy. Also ihr könnt sowas ruhig mitnehmen. Nehmt aber auf jeden Fall jetzt nicht komplett eure Hände, wenn wir wissen, irgendwie ein Tuch oder so. Meiner ist natürlich jetzt nicht weiß, ne? Also viele wollen ihn natürlich komplett weiß haben, verstehe ich auch. So findet man halt einfach sowas und so finde ich das einfach auch persönlich schöner. Ich verstehe es aber, wenn man es komplett weiß haben will, dann kommen dann noch ganz viele andere Schritte dazu. Da brauchst du so eine Chlorlösung. Da muss man den nochmal abkochen, glaube ich. Oder die fallen dann auf jeden Fall raus und dann musst du die Zähne wieder reinmachen. Also es sind viel mehr Schritte, wenn du es komplett weiß haben möchtest. Ich gucke mal, ob ich irgendwas verlinken kann, eine Anleitung oder so, wenn du den Knochen findest und den komplett weiß haben willst. Ich gucke euch, was finde. Ich verlinke euch das, ne? Also ihr wisst nicht, wie ich mich gefreut habe, als ich diesen Schädel da auf dem Boden liegen sah. Ich war einfach im Himmel, ich war auf Wolke 7, ich war verliebt und ich war glücklich, dass dieser Schädel da lag. Und wenn ihr dieses Glück habt, dann nimmt das an und macht was draus. Weil sowas kann man nicht wirklich kaufen. Und wenn du es kaufst irgendwo, ob jetzt so unseriös bei eBay Kleinanzeigen oder so, du weißt nicht, wie dieses Tier gestorben ist. Und wenn du selber im Wald findest, kannst du es dir eigentlich denken. Höchstwahrscheinlich ist es nicht deswegen umgebracht worden, dass du es findest und daraus Kunst machst, ne? Komm, ich kann euch aber jetzt sagen, bei meinem nächsten Restock und die nächsten Restocker da drauf, also allgemein jetzt, sind zu 100% Vintage und zu 100% aus alten Schaukästen und selbst von mir restauriert und präpariert sind sie sowieso immer. Einfach selber, dass ihr bei mir Spanbretter kaufen könnt. Ja, Bock drauf hast, ein neues Hobby zu starten, gerne kommst du mit in die Entomologie-Szene von mir rein. Ah, habe ich ja hier erstmal meine Glasglocke, ne? Also wir haben es jetzt sauber gemacht, bla bla, das ist jetzt schon, weiß ich gar nicht, ganz schön lange hat es jetzt getrocknet. Meine Glasglocken, die ich immer habe, ist halt ungefähr so sein. Enorm. Wo sollen die Tiere hin? Wo soll ich die Schmetterlinge reinmachen? Und ich weiß auch noch nicht, welche Schmetterlinge ich da reinpacken will. Dazu muss ich das hier noch irgendwie hier drin fixieren. Und bin mir auch noch nicht sicher, wo. Tricky heute, das wird tricky heute. Es passt aber unter die Glasglocke. Tatsächlich. Ist halt noch nicht alles gerade, ne? Darf man auch nicht vergessen. Aber zack. Es sieht auf jeden Fall mega gut aus. Ich habe ja schon gesagt, den habe ich im Wald bei uns hier gefunden. Ich habe hier verschiedene jetzt, ja. Ich will ein bisschen auf grün gehen, glaube ich. Ich glaube, das ist ein schöner Kontrast, weil das Beige hier, ich meine, der Kopf ist schon beige und ich glaube, das passt dann einfach nicht. Deswegen, ja, packe ich das erstmal beiseite und überlege wegen den Schmetterlingen, weil die dürfen auch nicht zu groß sein. Ich habe ja vor kurzem ein bisschen was sortiert. Ich glaube, ihr seht schon, welche ich benutzen will. Ich will den hier benutzen, den. Die ganz grüne Partie von den Käfersorten. Ich habe aber auch überlegt, ein Morpho Menelaus reinzupacken oder Morpho Didius. Aber der Morpho Didius, der ist huge. Also ich habe den behalten, weil der halt so riesig ist. Ich glaube, ich habe noch nie so einen großen Morpho Didius. Der ist einfach wirklich so groß wie meine Hand. Deswegen, ich glaube, der passt jetzt nicht dazu. Aber die ganzen Käfer passen auf jeden Fall dazu. Und eventuell er hier. Aber ich weiß nicht, ob ihr ihn erkennt. Das ist dieser erste von meinem ersten Video, wo ich über Präparation geredet habe, der hier diesen Schlitz hat.
Wäre auch irgendwie eine coole Idee, den da reinzumachen. Ich finde beide Seiten cool und für beide Seiten appreciaten. Deswegen, ja. Der ist jetzt auch komplett sauber. Der ist gereinigt bis vorne von hinten. Der stinkt auch nicht. Der riecht nach nichts. Schöner Kopf hier. Und ich würde sagen, legen wir einfach mal los, das jetzt hier zu machen. Das allererste, was ich jetzt fixiere, ist diesen Stab hier drin. Ich gucke jetzt mal kurz, wo man den hier reinmachen kann. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch das dann, wenn es klebt. Falls irgendjemand jetzt sagt, oh, ich will es unbedingt haben. Geh in den Wald, mach einen Spaziergang und ich wette mit dir, du findest irgendwas, woraus du was machen kannst. Also ihr habt kein, es ist kein Problem, wenn ihr tote Insekten aus dem Wald mitnimmt. Guckt auf jeden Fall trotzdem, ob sie unter Naturschutz stehen, falls sie irgendwas verkaufen wollen, weil da doch echt gut nachgeforscht wird, ob die Tiere unter Naturschutz stehen. Ich kann zum Beispiel jetzt keine Bienen, die ich finde, verkaufen und auch keine Wespen oder andere Hornissenarten oder sowas, weil die einfach unter Naturschutz stehen. Gleiches gilt für andere Naturschutzinsekten. Das weiß ich jetzt aber gar nicht so genau, welche noch dazugehören, weil ich einfach oft die Anfrage Biene, Biene, Biene bekomme. Und Hummeln und sowas darf man alles nicht verkaufen. Hohe Strafen, Leute, macht es nicht. Ihr könnt sie mitnehmen, privat und so. Ich glaube, hier ist jemand an eure Tür klopft und fragt, ey, wo hast denn die Biene her, die du da gefunden, die du da an deiner Wand hast. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, Deutschland ist da sehr streng und das ist auch gut so. Man darf auch nicht einfach eine Wespe töten, man darf auch keine Biene einfach so töten. Das ist auch nicht gut so, danke. Mal kurz trocknen und dann lege ich den mal kurz hier ab und schau, wie ich die Schmetterlinge anordnen kann. Ich kann auch jetzt hier so ein, zwei Mal ranmachen. Vielleicht würde das ja gar nicht so schlecht aussehen. Mit dem hier so dran. Würde schon gut aussehen, aber seht ihr, was ich meine? Ob der einfach zu groß ist? Aber man könnte es am einen Auge so machen. Und ich liebe diesen Schmetterling. Deswegen, ich würde es tun. In das hier rein, um herauszufinden, ob es passt. Bringt mir nämlich nichts, wenn es dann von der Maße nicht passt. Und größere komme ich noch nicht ran, aber ich plane Glocken, die dreimal so groß sind wie die. Also wirklich, die dreimal so lang sind und von der Höhe. Ich bin nur noch am Suchen nach Händlern. Diese Stäbe, die ich jetzt für ihn hier benutzt habe, benutze ich normalerweise für meine Schmetterlinge. Bedeutet, da sind eigentlich vielleicht 5 Gramm dran und jetzt nicht, ich weiß gar nicht, halber Kilo oder was auch immer so ein Ding wiegt. Würstchen backen wird sowieso dadurch, dass es wahrscheinlich eh nicht verkauft wird, sondern nur für mich ist, ist es mir jetzt auch nicht so wichtig, weil es nicht verschickt werden muss. Es muss nicht komplett perfekt sitzen. So, jetzt gucken wir mal, ob überhaupt sowas wie dieser Schmetterling. Ansonsten, die ganzen Dinger waren ja schon fertig präpariert, ne? Das waren ja vorproduzierte Sachen und auch sehr viele von alten Schaukästen. Oh Gott, wenn das passiert, ne, kriege ich einen Herzinfarkt. Aber ich mag eigentlich Bewegung. Und das sieht sehr dekoriert aus, wenn ihr versteht, was ich meine. Klar, niemand würde jetzt Morphomenus auf einen Schädel landen. Eventuell schon, wer weiß. Aber es sieht einfach aus, als hätte ich eine Schleife umgemacht. Und das sieht nicht aus. Ich weiß nicht, ob Schmetterlinge passend sind für ihn. Ich glaube ehrlich, dass ihm, ich weiß nicht, ob es ihn oder ein See ist, aber ich glaube, dass ihm Käfer besser stehen. Sieht einfach besser aus, Freunde. Es sieht besser aus. Da war ich mir einfach nicht sicher, ob ich den blauen nur noch rankleben soll. Ich habe ja vor ein paar Tagen oben, ganz oben, alles sortiert an meinen Sachen. 60 Schmetterlinge, die komplett kaputt sind, weil ich die auch zu schade zum Wegschmeißen fand, wenn die auch kaputt ankommen, wenn man sowas kauft oder so. Und ich gucke mal, was ich daraus mache, ob ich daraus ein ganzes Video mache. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Weil ich mir da einfach noch nicht sicher bin, ob sich das lohnt, es abzufilmen. Weil wenn das niemanden interessiert, dann filme ich ab, weil das ist so viel Arbeit. Und das macht dann einfach nochmal 5-mal so viel Arbeit, wenn du das alles abfilmen willst, schneiden musst, editieren musst. Und wenn das niemand interessiert, tut mir leid, dann werde ich es nicht abfilmen. Weil ich weiß ja, wie ich weiß ja, was ich da mache. Satisfying findet, wenn man sowas bastelt oder so. Dann mache ich das natürlich super gerne, auch wenn es nur eine Person guckt. Sobald eine sagt, mach es bitte, mach es super gerne. 2013 auch aus einem alten Terrarium, bin ich bescheuert, aus einer Schaukastensammlung. Laos ist der Herr von 2013. Dann hier haben wir noch einen Kandidaten. Who are you? Das ist auch von Laos 2013, das ist also aus einem Schaukasten gewesen. Die blauen und grünen Käfer hier. Und lass mich raten, Laos. Yes,
Das Hauptaugenmerk soll halt eigentlich der Schädel sein und nicht die Käfer. Die Käfer sind natürlich geil, aber ich... Juni, Juli, 2 Monate, tut mir leid, 2 Monate trocknen lassen und dann war es wirklich durchgetrocknet. Komplett kein Problem, kann nichts passieren, das wird nicht schimmeln oder so, ich weiß gar nicht, was passiert. Kann es schimmeln? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall kommen da keine Tiere rein, sowieso nicht mit der Glasglocke, dann ist er luftig. Aber ja, auf jeden Fall mega Hingucker. Und ich habe es auch noch gar nicht so in der Konzept so gesehen, so mit einem großen Schädel und einem Tierchen drauf. Tut mir leid, falls irgendjemand das schon mal gemacht hat und ich habe das nicht gesehen. Aber ich habe das Gefühl, wenn man halt sowas noch nie gesehen hat, hat man schon das Gefühl, man ist selber ein bisschen drauf gekommen. Aber wenn es schon existiert, dann existiert es halt schon. Für mich hat es halt auch bisher nicht existiert. Und ich finde die Kombi auch echt schön. Ich habe ja auch am Anfang gestruggelt mit Farbe. Und wieso ich jetzt grün genommen habe, erstens, ich bin grün, ich liebe grün. Grün ist wirklich einer meiner Lieblingsfarben und es passt zu meiner Einrichtung unglaublich. Ich habe ja so viel Grüntöne, hier seht es glaube ich da, eine Pflanze da, allein durch die ganzen Pflanzen passt es einfach unglaublich gut in meine Einrichtung. Das kann ich euch sowieso empfehlen, falls ihr sowas machen wollt und ein Tierchen und ein Schädel findet, vielleicht auch von der Maus oder so, kann ja auch. Also wenn ihr so eine ganz kleinen Sachen sind, auch schön. Ich habe immer nur Glück gehabt, dass ich direkt so ein Riesending gefunden habe. Ich habe auch gesehen, dass manche Leute diese Käfer anspulen und eine Farbe könnt ihr auch machen. Jetzt komme ich wieder, mag ich aber nicht, weil ich mag das, wenn es einfach von Natur aus so ist, wie es ist. Und wenn da Kratzer sind, so ist, wie es ist, das mag ich halt einfach alles. Der Schmetterling ist nicht perfekt, die Käfer sind eigentlich perfekt. Ist aber auch nicht schlimm, weil in Natur, ja, wenn ein Tierchen gelebt hat, wenn ich gelebt habe, wenn du gelebt hast, da hat jeder mal eine Narbe von. Und es ist sehr unwahrscheinlich, möglich, aber dass du nicht irgendwo einen Kratzer hast. Überleg jetzt die auch noch mit rein zu mixen. Wir legen es mal hier hin und dann gucken wir mal. Ich meine, ich bezahle pro Schaukasten, kommt da drauf an, eine Menge. Also ich habe Schaukasten, dann bezahle ich 150 für den ganzen Schaukasten, dann sind dann 10 Schmetterlinge drin. Oder mal welche für 200 hatte ich auch schon. Ich habe zu doll nicht reingeguckt. Wo ich auch nur 50 Euro bezahle. Da sind aber auch nicht so viele drin und meistens ist die Qualität dann auch nicht so gut. Und meistens sind auch die Leute, die das so günstig verkaufen, die kennen sich nicht so aus und dann verpacken die es auch nicht so gut. Und dann wohnen die auch nicht hier in der Nähe und dann kommt meistens ab und zu mal einer kaputt an. Ist nicht schlimm. Ich muss mit den Stacheln aufpassen. Ich glaube nicht, dass da jetzt noch irgendwie Gift drin ist, aber vorsichtshalber, ich habe eine Insektenstichallergie und muss deshalb ein wenig aufpassen, weil ich mit Insekten hier rumhantiere, weil da mal passieren kann. Ja, ab und zu klappt mal aus, würde ich mal sagen. Also, da muss ich wirklich aufpassen. So, ich habe jetzt hier noch einen kleinen, den gibt es auch hier. Das sind diese ganz kleinen blauen Schmetterlinge, falls ihr die schon mal bei euch gesehen habt. Die sind eigentlich hier überall. Ich habe auch noch ihre ganzen Beine. So sind jetzt die Ausdinger, die ich vom Farbschema gerne reinpacken würde. Und von der Größe passen die, glaube ich, auch. Ich würde gerne noch einen blauen reinpacken, aber der ist einfach zu groß. Wisst ihr noch? Und ich durfte einfach bei keinem Entomologie-Shop mehr bestellen. Und die haben meine Bestellung einfach immer storniert und storniert und storniert. Und ich dachte wirklich so, Alter, ich konnte nirgendwo meine Entomologie-Sachen bestellen. Und ihr konntet auch keine Entomologie-Sachen bestellen, weil ich ja so unseriös bin. Und das ja nichts für junge Menschen ist. Und vor allem nicht so Leute, die so sich so schminken und so. Ich würde jetzt gar nicht so viel drüber nachdenken, wo was hin soll, sondern einfach noch Gefühl machen. Aber nur so, dass man natürlich das Kleber nicht mehr sieht. Aber man kann ihn auch später mit Trockenes auch gut abmachen. Vielleicht kommt auch irgendwo was raus. Das wäre auch krass. Und dann blauer direkt darunter. Ein bisschen unsicher. Vielleicht mache ich schon Schmetterlinge dran. Vielleicht brauche ich so ein bisschen Unterstützung. Das sind jetzt welche Schmetterlinge, die so kaputt sind, die ich leider nicht mehr weiterverkaufen kann. Ja, weil viele das einfach nicht mehr schön finden. Ich schon, deswegen. Ich würde sagen, hier. So mitten hier so drauf, dass der kleine Fokus so ein bisschen da drauf liegt. Okay. Weiter geht's. Die kleinen, glaube ich, mache ich zum Schluss. Das ist ein bisschen Detailarbeit. Und ich würde sagen, ich mache schon mal den ersten. Nicht dieselbe Art. Ich glaube, das sieht dann nicht so geil aus. Dann benutzen wir mal einen runden kurz. Und ich würde sagen, den packen wir hier so hin. Dass er so versucht, da rein zu. Oder er krabbelt raus. Das wäre sogar ziemlich realistisch. Käfer, die in solchen Tieren drin sind, die haben eine richtig schöne schwarze Farbe, falls ihr sowas mal gesehen habt. So rausklettern, weil ich finde die Farbe von denen so schön. Würde ich mal sagen, geht's einfach weiter und ignoriert den ganzen Schmutz hier unten. Das kommt alles später weg. So, ich habe mich jetzt dafür entschieden, das ein bisschen so zu machen. Und überlege gerade, ob man vielleicht den zweiten Schmetterling doch da einfügen könnte. Vielleicht so neben den anderen. Vielleicht würde das mega gut aussehen. So, irgendwie. So hier direkt drüber. Ja, absolut. Gucken wir mal kurz, ob das passt.
Oben habe ich, glaube ich, keinen Platz, um es ranzukleben. Ich könnte es so machen. Ich glaube, es sieht mir zu papiermäßig aus. Versteht ihr, was ich meine? Ach, die Tierchen hier. Es sieht so angeklebt aus. Und man sieht es ja eher so. Und deswegen finde ich, es sieht eher angeklebt aus. Dass man ein Auge frei lässt und das andere nicht. Das ist vielleicht eine coole Idee. Das sieht halt frontal anders aus, ne Leute? Das habt ihr nicht vergessen. So würde das frontal aussehen. Und ich glaube, es gefällt mir. Das Ding ist, wenn ich noch... Ich muss jetzt mich entscheiden, ob ich den Schmetterling noch dazu packe, weil ich sonst keinen Platz mehr habe für die anderen. Oder ich mache das andere Auge. Es soll nicht sofort... Wisst ihr was? Wir lassen den Schmetterling. Es bahnt sich einfach nichts an. Ja. Das Leben ist wirklich nice. Hm. Das seht ihr jetzt nicht. Ich zeige es euch gleich. Ich klebe es mal ran, weil ich glaube, das sieht sehr gut aus. Yes. Geil. Seht ihr, was ich meine? Sieht sehr echt aus, als wäre der wirklich daraus geklettert. So gehen wir hier noch ein bisschen in die Richtung. Wir machen den blauen so ein bisschen so hinter. Dass man so ein bisschen gucken muss, wenn man was finden will. Seht ihr? Falls ihr auch mal irgendwas schmetterlingsmäßig kleben wollt, seid ganz weit weg mit der Flamme. Sobald ihr nur 1 cm zu nah dran seid, verbrennt der ganze Schmetterling. Wirklich. Ihr müsst nicht mal hier wird der ganze Schmetterling verbrennen. Ihr seid einfach so weit wie möglich weg. Boah, der hat so eine kranke Farbe. Der leuchtet so unglaublich. So, Aufnahme hat gestoppt. Ich weiß nicht, wo ich war. Auf jeden Fall habe ich den hier gerade rangeklebt. Vielleicht zu voll. Vielleicht. Ich habe Angst, dass es ein bisschen wirr aussieht. Ein bisschen schief ist aber noch. Das sieht gut aus, Leute. Oh mein Gott. Das sieht wirklich echt snatch aus. So, jetzt seht ihr mal, wie das frontal aussieht. Das macht nochmal was richtig her. Also man sieht es komplett anders aus, ne? Von vorne. Es sieht richtig schön aus. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Update. Mir gefällt es richtig gut. Reel gepostet gehabt bei Instagram und ein TikTok bei TikTok. Ich verlinke euch das. Da poste ich auch ab und zu mal so Entomologie-Sachen und verpacke eure Bestellungen und so. Ja, auf jeden Fall habe ich da so nachgefragt und die meinen, das sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Und ich meine, das ist zur Hälfte fertig, sieht gut aus. Und meine, das sieht gut aus. Und dachte mir so, ja, okay. Bis jetzt sieht es also gut aus. Also entweder ich verkacke es jetzt, wenn ich noch mehr mache, oder es wird doch mal so. Damn. Willkommen zurück. Nächster Tag am Start. Ich habe noch an meinem ganzen Insektenzeug noch ein paar Insekten gefunden. Ich glaube, der passt auch gut drauf, weil er nicht zu groß ist. Grüne Käfer, wir wollten das alles ein bisschen grün halten. Vielleicht passt das Blau auch nicht rein. Wir gucken einfach mal, wie es passt. Ich habe jetzt hier einfach noch ein paar kleine. So, ich habe jetzt hier verschiedene grüne Schmetterlinge. Schmetterlinge, Käfer, dann noch ein paar Rosenkäfer, überschöne Tiere. Und dann nochmal so einer mit offenen Flügeln. Plus habe ich hier noch solche kleinen Schmetterlinge gefunden. Die hätte ich jetzt nicht mehr weiter benutzen können, deswegen mal gucken, ob die jetzt irgendwo hinpacken. Mal sehen, ob ich die überhaupt abkriege ordentlich. So. Ich habe also mir ein paar Tage überlegt, wo was hin soll. So, ich habe noch nächstes Jahr geputzt und so. Hier oben muss auf jeden Fall noch irgendwas hin. Das ist mir einfach zu leer. Ups, ist einfach nicht Platz für zwei, glaube ich. Machen wir jetzt noch ein paar Käfer ran. Ist auf jeden Fall noch ein Video geplant mit einem sehr schönen Goliath-Käfer. Goliathus heißt der. Und das ist ein sehr, sehr schöner Goliath-Käfer. Den werden wir auch in eine Glocke packen. Und das wird dann in den nächsten Wochen online kommen. Vielleicht sollte ich doch auf 3 Videos die Woche gehen. Irgendwie komme ich nicht hinterher. Falls euch das interessiert, da packen wir den auch in die Glasglocke. Und das ist ein wirklich sehr schöner Käfer. Ich habe ja euch schon den anderen Goliathus gezeigt, der schwarz-weiße, den verlinke ich euch mal da oben. Der ist ja auch mega schön. Da habe ich auch ein ganzes Video drüber gemacht, wie man den präpariert und so. Natürlich geguckt habe, von was ich am meisten an Farben da habe. Von so kleinen Sachen vor allem, weil ich wollte das ja nicht so voll machen. Und ich dachte mir wirklich, grün ist ein gutes Ding. Ich habe sehr viele grüne Käfer, ich habe viele grüne Schmetterlinge. Ich habe vieles in grün da, wo auch grün Schimmer drin ist. Einfach dieses typische Chitin-Ding. Einfach mega schöne Farben. Von dem hier, weil ich letztens mir einen Schaukasten gekauft hatte, wo ganz viele von diesen hier mit den offenen Flügeln, die habe ich präpariert. Also davon hatte ich sehr, 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 sehr viele da. Und dann dachte ich mir so, ich hätte fast schon ein ganzes Ding nur damit machen können, weil ich einfach so viele von denen da habe.
Falls ihr die nicht kennt, viele machen daraus auch Ohrringe. So sieht das aus. Den Körper von dem Flügel, also das, den Schutzmantel der Flügel. So sehen wir. Und dann machen die daraus Ohrringe. Habe ich auch schon überlegt zu machen. Mit sowas vor allem. Weil die sind eigentlich fast jeden Schaukasten, den ich bis jetzt vintage gekauft habe, eigentlich immer dabei. Weil das auch einfach ein super schönes Tier ist. Vielleicht kommt hier noch an der Seite was. Vielleicht gibt es mir ein bisschen Dimension, wenn ich noch was an den Seiten hier ranklebe. Das ist nur ein bisschen leer. An der Seite finde ich, glaube ich, wenn hier jetzt noch so zwei, drei Käfer raufgehen. Oder vielleicht auch einer von den kleinen Motten. Seht ihr das? Mir gefällt es. Ich weiß, wie viele ist sowas nicht, aber mir gefällt es richtig. Ich glaube, ich mache einen von den Schmetterlingen ins Auge rein. Ich habe jetzt in das Loch hier so reingemacht. Finde ich geil. Ist so ein kleines Easter Egg, finde ich. So ein bisschen so von der Seite reingucken und auf einmal ist da so zwei Schmetterlinge. So, Loot. So, ich habe jetzt hier noch zwei kleine Käfer. Ich würde sagen, dasselbe einfach auf der anderen Seite. Ins Auge. Scheiße. Ich hoffe, es ist scheiße, mir noch runterfallen. Es soll halt auch einfach dreidimensionaler wirken. Ich muss auf jeden Fall nochmal neu mit einem schwarzen Stift drüber gehen. Jetzt sieht es ein bisschen juwelenartig aus. Also ich finde, das sieht ein bisschen sehr mehr wie eine Krone aus. Es sieht nicht mehr aus wie ein angenagter Klumpen Knochen, sondern jetzt sieht es zum Beispiel, finde ich, viel mehr künstlerisch aus. Und das finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm. Hier hinten ist ja auch noch der blaue Schmetterling, der ein bisschen willkürlich da ist. Aber ich finde, der ist noch so, dass es von vorne gut aussieht, dass man ihn so ein bisschen schimmern sieht. So. Nicht wundern, ich habe mich umgezogen, weil das Ding hat mir richtig klaustrophobisch Angst gemacht, das Ding, was ich da drunter anhatte. Ich glaube, das war's. Sagt mir gerne in den Kommentaren, wie ihr das gute Stück findet. Ich Lieblingsstück, das bleibt hier auf meinem Schreibtisch. Und ja, markiert mich, sagt mir Bescheid, wenn ihr auch mal sowas macht. Ich würde gerne Fotos sehen, lasst uns gegenseitig inspirieren. Ich werde dann wahrscheinlich sehr neidisch sein, dass du einen Kopf noch gefunden hast, weil bei mir wird es schon noch Ewigkeiten brauchen, bis ich wieder einen Kopf finde. Würde ich sagen, Leute. Dann sehen wir uns bald wieder und dann sehen wir uns bald wieder bei einem neuen Video. Und ja.